Hi! Heute zeige ich euch von Max Factor die Masterpiece Nude Palette. Die habe ich mir so im Winter ungefähr gekauft. Da war die in so einem kleinen Kulturbeutel, in so einem kleinen Schminkbeutel mit einer Mascara noch zusammen und etwas günstiger. Und habe sie mir deshalb da mal gekauft, um zu gucken, mal schauen, was die so kann. Und ich dachte, ich habe sie jetzt genügend ausgetestet und werde mit euch da mal einen Look heute schminken und euch so ein bisschen was zu der Palette erzählen. Vorab kann ich schon mal sagen, dass diese Palette 12,99 € derzeit bei Douglas auf jeden Fall kostet. Ich habe jetzt nicht nochmal in der Drogerie geschaut, aber ich denke, das wird ungefähr gleich sein. Hier sind 6,5 Gramm enthalten und zum Vergleich habe ich hier einmal von Essence die All About Roses Eyeshadow Palette. Hier sind 9,5 Gramm drin. Und in der Make-Up Revolution Flawless Palette sind 16 Gramm drin. Und hier waren 6,5 Gramm drin. Das heißt, hier ist weniger drin als in anderen. Also zumindest bei Essence und Make-Up Revolution. Zu den Informationen steht auf der Douglas-Seite, ich habe das da unten stehen. Ich lese euch jetzt nicht den ganzen Text vor, denn das ist zu viel. Man soll mit der Palette ein Tages-Make-up schminken können und ein Abend-Make-up. Und durch einen Hautconditioner, der da zusätzlich drin ist oder damit angereichert ist, sollen die Lidschatten besonders gut auftragbar sein. Und diese Palette steht hier, soll für mittlere und dunkle Hauttypen sein. Also Hauttöne mit einem warmen Unterton. Aber man muss halt wissen, ob man auf kalte oder warme Farben steht. Klar sagt man immer so zu gewissen Hauttypen kalt oder warm. Ich bin jetzt jemand, der sehr gerne warme Farben trägt und auch sehr gerne Gold mag. Ich trage zum Beispiel nur Goldschmuck und keinen Silberschmuck. Shania zum Beispiel ist eher der kältere Freund. Sie benutzt zwar auch braune Töne, aber sie mag sehr, sehr gerne Silber. Und von der Theorie her, so wie die das sagen, ist Shania auch, würde ich jetzt behaupten, ein bisschen heller als ich. Und dann soll die angeblich nicht gut für sie sein. Aber sie hat sie auch. Das kann ich schon mal sagen. Okay, dann komme ich ein wenig näher dran und dann schminken wir zusammen einen Look. Palette hat zwei matte Farben und 1, 2, 3, 4, 5, 6 schimmernde Farben. Der und der ist matt, der Rest ist schimmernd und auf jeden Fall kann man damit ein Tages- und Abend-Make-up schminken, denn hier sind die dunklen Töne, hier sind die hellen Töne, das kann man super gut machen. Und ich werde auch diesen Schwammapplikator benutzen. Ihr könnt auch schon sehen, dass ich den benutzt habe. Auf der einen Seite hat er so eine Spitze, auf der anderen Seite ist er flach. Und ja, dann fangen wir an. Als erstes werde ich mal diesen Vanilleton benutzen. Damit werde ich erstmal mein ganzes Augenlid so ein bisschen setten. Ich habe noch ein bisschen Concealer drauf. Und der Ton, finde ich, ist auch, deckt schon ganz schön. Könnte auch nochmal, also der gibt gut Farbe ab. Dann, um meine Lidfalte ein bisschen zu betonen, werde ich diesen braunen Ton benutzen. Da habe ich auch schon eine kleine Kuhle drin, also den mag ich schon sehr gern. Achso, und die Farben sind übrigens total schön weich, seidig und buttrig. Den Ton habe ich jetzt benutzt. Dann nehme ich mir einen kleineren, fluffigeren Pinsel und werde mal diesen Goldton hier benutzen. Den gebe ich mir so in die Lidfalte. Also ich finde, das ist so ein dunklerer Bronze-Goldton. Ich finde, der kommt leider auf dem Auge nicht so gut rüber, wie er hier ausschaut. Aber dennoch gefällt er mir so an sich eigentlich ganz gut und deshalb verwende ich auch den gerne. Dann werde ich mal diesen Ton benutzen. Der ist ungefähr wie dieser, nur eine Nuance heller, so würde ich noch beschreiben. Und der ist schon ein bisschen kälter, aber hat immer noch einen ganz leichten Goldstich. Und den gebe ich mir auch nochmal an den Außenwinkel
ganz vorsichtig, um nochmal so ein bisschen zu schattieren. Die Lidschatten kann man übrigens super gut aufbauen. Also die sind gut pigmentiert, aber nicht so pigmentiert, dass man die nicht mehr verblendet bekommt. Und wie gesagt, aufbauen lassen die sich auch sehr gut. Die gleiche Kombi gebe ich auch an den unteren Außenwinkel. Ich nehme erst diese Farbe und die gebe ich so ein bisschen großzügiger unters Auge, sodass ich dann mit dieser ein bisschen feiner arbeiten kann. Und das mache ich auch nur so ungefähr bis zur Hälfte und dann höre ich auf. Dann nehme ich mir diesen Schwammapplikator und gehe in dieses Gold hier rein, weil dieser Schwammapplikator ist quasi wie der Finger. Damit kann man das Pigment oder den Lidschatten viel besser aufs Auge drauf geben. Und es wird auch gleich viel intensiver nochmal. Und man kann den natürlich auch nochmal mit Fixing Spray zum Beispiel ansprühen und dann ist es auch nochmal intensiver. Die Rückseite vom Applikator nehme ich und gehe in das hellere Gold rein und das benutze ich als Highlight. Einmal im Augeninnenwinkel. Mache ich auch nicht zu stark und auch unter der Augenbraue. Und dann nehme ich die dünne Seite von dem Applikator und gehe in dieses, da gehe ich nur mit der Spitze rein und dann nehme ich das als Eyeliner-Ersatz. Das geht mit dem Applikator total gut. So, dann mache ich mir einmal eben die Wimpern und dann sehen wir uns gleich fertig wieder. So, das wäre jetzt der fertige Look. Also ich mag die Palette persönlich total gerne. Und verwende sie auch häufig und wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich über Nacht irgendwo weg bin, ich noch nicht weiß, wo ich noch nicht weiß, werde ich mich schminken, Tages-Make-up, Abend-Make-up, was tue ich, dann ist das eigentlich immer ein Begleiter von mir, weil man damit halt echt viel machen kann und da eben die dunklen und die hellen Töne dabei sind und ist auch einer meiner Favoriten. Also es gibt ja bei Max Factor und L'Oreal, bei Rossmann immer mal so 20-30% Aktionen, da könnt ihr mal schauen und dann swatch die mal. Also ich finde die sehr schön, die hält sehr lang und ein Top-Produkt von mir. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Am Montag kommt dann schon wieder ein neues Video und würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Macht's gut, tschüss!